Hallo und herzlich willkommen bei Nakabaka. Ich habe hier schon die ganze Zeit Schritte und Zweite gehört. Ich hatte kurz Pause gemacht. Aber da ist nichts passiert, ich können wir weiterlaufen. Auch ne, der fährt, sag ich wieder hier. Also nicht gegen Dicke, aber der ist schon fair. Kommt ihr überhaupt hierher? Geh da rein, Junge! Oh, warte mal, der kann ja die Schränke aufmachen. Und es gibt nur einen hier. Scheiße. Ich bin nicht hier. Hör auf zu atmen. Bitte, der weiß hoffentlich nicht, dass ich hier bin. Lass mich in Ruhe. Kann ich eigentlich wieder raus? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn auch nicht mehr. Eigentlich höre ich ihn jetzt wieder. Kann ich raus? Wo muss ich eigentlich hin? Das sind zwei Schränke. Muss ich mir merken. Bis jetzt läuft's gut. Wenn ich den mache, kommt er doch wieder hierher. Ich höre doch seine Ketten wieder. Ich hab doch gewusst, dass da kommt. Ich höre, wie er atmet. Also nicht uns, sondern den anderen. Soll ich, darf ich wieder raus? Mann, die Schränke sind so scheiße, ich sehe nichts. Klar, ich kann geradeaus sehen, aber links und rechts nichts. Da hinten ist er. Wohin geht, da kommt er jetzt zurück zu uns oder geht er jetzt dort weiter nach hinten? Wo bist du? Wir alle warten auf dich. Weicher! Oh oh! Ich glaube, ich muss gleich rennen.
Scheiße! Haha! Scheiße? Du tust nichts? Nein. Ich lasse dich mal alleine. Der Typ ist krank. Warte mal. Verpiss dich. Der springt mich doch jetzt an. Weg hier. Also ich hatte Glück, dass da dieses enge... Ich wollte nur schauen, was hier ist. Aber ich darf ja nicht einsteigen. Spannende Musik geht voll ab, ey. Komm schon. Die Musik weg, ich gehe nicht raus. Oh nein, da kommt jemand näher. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay, das Musik beruhigt sich. Aber er ist voll nah. Kann der nicht auch noch sterben, dann kann ich einfach so wie ein Blumenparadies einfach super spazieren über das ganze Level. Er ist weg. Du hast mich aber gut versteckt. Oh, zu gut. Leider bist du gestorben. Gibt's hier nichts? Da gibt's auch nichts. Wieso bin ich dann hier hingekommen? Da drüben ist er. Ups. Ups. Findet draußen Frater Martin. Wo draußen? Wie gehe ich raus? Wo raus? Ist da nicht der Typ, der eigentlich sterben wollte? Jetzt habe ich seinen Plan vernichtet. Und ich wollte gerade sagen, es sieht so verdächtig aus, dass hier irgendjemand mich anspringt. Hm? Ah, Mann, ey. Hier könnte ruhig Batterie liegen, aber nein. Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Ich habe gerade wegen meinem Husten nicht gesehen, wo der Typ hingerannt ist.
Kann ich nicht einfach da runterspringen? Bäh. Der Dicke ist noch nicht tot, wir müssen aufpassen. Und die zwei Zwillinge. Was haben wir noch als Gegner? Naja, die normalen Leute, die mich anspringen wollen. Da ist Ausgang. Ich weiß nicht, ob das Ausgang sicher ist. Es ist nur eine reine Vermutung. Da liegt eine Notiz. Genommen! Kann ich da rüber? Nicht mal eine Batterie hier? Lame. Programmauszug M-Cultra. Jocken. Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendungen herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und H-Technik, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine? Genau. Ihr wollt also einen Menschen ändern. So wie manche Freundinnen. So, Vater Martin, ich sehe draußen nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, danke. Nochmal bitte. Wer ist da? Wer war da? Da ist was? Ich brauche einen Schlüssel dafür. Gibt es keinen anderen Eingang dafür? Hier zum Beispiel. Alter, ich dachte gerade, da steht ein Geist. Aber das war ein Wassertropfen auf dem... Was ist das für Geräusch? Wo bin ich jetzt? Ich habe nur 3 Batterien, ich muss aufpassen. Da sehe ich wieder Licht. Der ist wahrscheinlich schon tot. Was ist das für Geräusch die ganze Zeit? Dieses Zappeln. Oh, hier ist der Schlüssel. Was ist das? Ich hab was gesehen. Ich bin nicht verrückt. Weg hier. Da. Da ist er. Er ist da über mir. Weg hier. Warte! Wohin? Wohin? Wohin muss ich? Ich sehe nichts! Hilfe? Ist er weg? Der Schwelg, okay. Ah, endlich was zu lesen. Das Ding im Dunkeln.
Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Achso, das war der Wall Rider. Ja, wenn es nichts anderes ist. Ich habe Angst. Da ist eine Leiter nach oben. Keine Batterie? Okay. Schade. Schöne Blitze. Bin stolz darauf. Da komme ich nicht weiter. Ich muss rüber springen. Sprung! Okay, da lang. Und dann da lang. Und dann könnte ich eigentlich da von Leiter runter. Ne, ich gehe wieder hoch. Geh hoch. Kann ich auch um die Ecke... Oh, okay. Meine Frage wurde beantwortet. Ich wollte gerade fragen, ob ich auch um die Ecke gehen kann. Und dann hier rüberspringen, oder wie? Okay, bisher läuft es gut. Jetzt wohin? Runter? Sollte ich nicht da hoch? Okay, ich gehe runter. Da liegt ein Toter. Warte, ich kann da doch hoch. Ich kann da doch hoch. Bevor ich da hochgehe. Hast du für mich irgendwas? Okay, doch nicht. Dann gehen wir hoch. So, und jetzt hau ruck! Wieso ruckelt das so? So, jetzt. Ich glaube, ich hätte nur laden müssen. Wer hat das gesagt? Willst du mir was tun? Überall ist jemand. Ich hab Angst. Lass mich in Ruhe. Ich komm da nicht durch. Das Problem ist, das ganze Sound macht mich wahnsinnig. Musik meine ich. Muss ich da wirklich runter? Ich habe kaum noch Batterie, ich muss runter. Oh nein, der Dicke ist da. Der Dicke ist da. Ich sehe nicht. Ich muss, glaube ich, dahin. Wo es leuchtet. Habe es geschafft?
Muss ich da lang oder da lang? Da lang kann ich bestimmt nicht wegen dem Scheißding. Ich hab Ketten gehört, also dachte ich, dass der Dickel wieder da ist. Der Schwabbelmann. Oh, da habe ich schönes Gartenhäusli gesehen. Geh runter. Du sollst runtergehen, nicht so runterspringen. Ich spiele mit einem dummen Charakter. Batterie! Ach, das ist doch unfair. Ich sehe hier nichts. Und jetzt? Machst du die Wand kaputt oder wie? Warte, dem traue ich alles zu. Female Ward. Kann ich da rein? Mann, und ich wollte stalken. Blutbad. Wasser nicht trinken. Echt? So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindertagen einen Pen in den Mund gesteckt. Das Flüssbang ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ich sollte eigentlich mein Part jetzt beenden. Und das tue ich jetzt auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adieu. Ciao, ciao.